Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Ich zeige euch heute das Rezept für leckere Schokoladenkekse. Die sind super einfach mit ganz wenigen Zutaten. Ihr braucht dazu nur Mehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, ein Ei, Vanille, etwas Backpulver und eine Prise Salz. Ich zeige euch nun, wie das geht. Als erstes rühre ich die Butter mit dem Zucker cremig. Dazu gebe ich die Vanille und das Ei. Als nächstes gebe ich Kakaopulver dazu. Achtet darauf, wirklich gutes Kakaopulver zu verwenden, keinen gezuckerten Kakao, keinen Trinkkakao. Zum Mehl gebe ich noch das Salz und das Backpulver. Mische das Ganze leicht und hebe das Mehl in zwei Etappen unter den Teig. Die erste Hälfte vom Mehl hebe ich unter. Jetzt gebe ich den zweiten Teil dazu. Wenn sich der Teig so zusammenfügt, ist er fertig. Er ist aber noch zu weich zum Ausrollen, darum gebe ich ihn noch für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Den Teig drücke ich in der Folie noch bisschen flach, dann kann man ihn nachher leichter ausrollen. So gebe ich den Teig für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Hallo! Hallo! Der Teig war nun im Kühlschrank und wir rollen ihn auf der bemehlten Arbeitsfläche aus und stechen ihn mit beliebigen Formen aus. Jetzt packt man den Teig aus. Nehmen wir mal die Hälfte. Die Arbeitsfläche mehle ich. Den Teig rollen wir 6 mm dick aus. Das Förmchen geben wir auch kurz ins Mehl und nun tun wir möglichst platzsparend ausstechen. Genau, und hier noch eins daneben. Die ausgestochenen Kekse geben wir aufs Backblech. Und statt mit den Fingern ist auch ein guter Tipp, zum Beispiel so eine Winkelpalette nehmen und die Kekse so aufs Backblech transferieren. Die Teigreste rollen wir noch ein zweites Mal aus. Und jetzt kannst du deine Sterne machen. Den Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und backe die Schokoladenkekse auf der mittleren Schiene für ca. 9 Minuten. Die Kekse gebe ich nach dem Backen auf ein Gitter zum Aufziehen. Zum Verzieren der Kekse habe ich Schokolade geschmolzen und dippe jetzt die Hälfte vom Schokoladenkeks in die Glasur. Lass das Ganze gut schon abtropfen. Und leg sie so zurück aufs Gitter. Sie sind schon so schon schön verziert. Wer möchte, kann sie jetzt noch zusätzlich mit Kokosraspeln oder Zuckerperlen verzieren. Ihr könnt die Kekse beliebig verzieren, auch unterm Jahr backen. Wirklich ein traumhaftes Basisrezept für leckere Schokoladenkekse. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr verlinkt auf meinem Blog www.mrsflori.com. Ich habe euch das Rezept verlinkt unten in der Infobox. Viel Spaß beim Ausprobieren und eine schöne Adventszeit. Tschüss, eure Mrs. Flori.